Hallo und willkommen zur dritten Ausgabe von Peters Schatzkammer. Und ich werde niemals müde zu sagen, ich bin nur der Delegat, ich bin beauftragt. Es ist nicht meine Schatzkammer, sondern die von der Gruppe Seniorenfilmgruppe, besser gesagt, Mittenmann. Und da fiel mir unlängst ein, wir sagen immer Filmgruppe, wir filmen überhaupt nicht. Keiner von uns macht einen Film. Das haben mal die Amateure vor 40, 50, 60 Jahren gemacht. Wir machen alles auf Video. Jedes Vierteljahr liefern wir ein Magazin ab. Wir machen Extrasendungen, wenn die länger sind, als dass sie in ein Magazin gehören. Und es gibt auch durchaus Geschichten, wo mal eine halbe Stunde draus wird. Das läuft dann als Sondersendung. Und worauf wir ganz stolz sind, wir haben in den vergangenen Jahren, Corona hat uns gehindert weiterzumachen, mehrere Live-Sendungen gestaltet. Und das gibt mir Gelegenheit, heute als Gäste zu mir zu laden, unsere Neulinge, die noch keine Chance hatten, eigene Filme zu machen. Ich werde auch mal fragen nachher, warum eigentlich keine eigenen Filme? Vielleicht haben sie ja doch Vorschläge und Vorstellungen. Als erstes, Brigitte, sie ist an Mitgliedsjahren relativ jung bei uns. Und ich muss sagen, es ist ganz erstaunlich, sie hat sich als Moderator gleich zur Verfügung gestellt für eine Live-Sendung. Also sowas soll ich nie machen, vor die Kamera mich stellen. Also gut sitzen, das geht gerade noch so, nicht? Aber nein. Sag mal, Brigitte, was hat dich getrieben, dir also zuzutrauen, gleich für eine Stundensendung ein Gespräch zu führen? Also ich war das gewohnt, solche Sendungen zu machen, weil ich mit Personen, die im politischen Leben stehen, solche Geschichten immer vorbereitet habe. Und deswegen habe ich auch ziemlich viel Vorbereitung damals in die Sendung, die wir gemacht haben, Smartphones in Schulen, darum ging es. Ich habe das einfach gut vorbereitet und dann habe ich das gemacht. Also ich fand das jetzt für mich nicht besonders fordernd oder irgendwie so, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Für mich ist das ein winziger Unterschied. Ja, aufregend, ja. Aber das ist doch ein kleiner Unterschied, ob ich das für jemanden vorbereite, der aus welchen Gründen auch immer sich vor die Kamera stellt und was macht, oder sich selbst hinzustellen und das, was du früher aufgeschrieben hast, nun auch noch selbst vorzutragen. Ja, kein Problem. Also ich meine, wenn irgendwie die Struktur der Sendung klar ist einem, dann kann ich das auch irgendwie rüberbringen und die Leute befragen. Und ich meine, wir haben ja super Gäste gehabt, die wir eingeladen haben, mit denen wir auch vorher sozusagen gesprochen haben. Und das hat natürlich auch irgendwie die Situation bereitet und erleichtert, sodass das doch ein sehr schönes Gespräch gewesen ist. Ich bin Brigitte Stumm und ich würde gerne die Gäste vorstellen. Die Gäste sind der Herr Arne Schaller, er sitzt in der Mitte. Er ist von der GEW, Leitung Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit. Dann der Herr Studienrat Ferdinand Horbert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Philologenverbandes Berlin-Brandenburg. Und Herr Jakob Schamon. Er ist Leiter der bilingualen deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Was mir aufgefallen ist, also wir müssen, wenn wir solche Sendungen machen, doch auch sehr stark darauf achten, wie man sozusagen ins Bild gesetzt wird. Das waren so Geschichten, die sieht man aber hinterher erst. Also, da fühle ich mich getroffen, denn für ins Bild gesetzt bin ich ja nicht verantwortlich. Ja. Genau. Ich hoffe, das war nicht zu übel. Ich finde es toll, wenn man die
ja, diese engagierten Amateurfilmer von Angesicht zu Angesicht kennenlernen kann. Und ich muss dich nochmal fragen, ich habe das schon mal in einer der letzten Sendungen gefragt, wie hast du zu uns gefunden? Also ich bin ja Rentnerin geworden und da habe ich dann gedacht, so was machst du jetzt, und hatte irgendwie vor, zum Radio zu machen, weil ich einfach gewohnt bin, längere Texte zu schreiben, und ich finde, ich habe auch eine ganz schöne Stimme, und irgendwie habe ich mir so vorgestellt, Radio würde ich ganz gerne machen. Und dann habe ich mich wirklich umgeguckt in Berlin, wer macht denn Radio, und bin aber dann auch auf eine Sendung oder auf eine Radiosendung gestoßen, die aber leider gerade zugemacht hat. Und die haben mir aber geraten, ich möge mich doch an Heidi Smollatz wenden. Und Heidi habe ich dann wirklich zufällig bei Verdi getroffen und habe sie da angesprochen, und so kam das. Zuvor hatte ich aber auch schon Filmaufnahmen mit einer Gruppe, die haben über Flüchtlinge, wir haben Flüchtlinge unterrichtet, und da kam auch eine Gruppe rein, zu der übrigens Olaf gehörte, der hat damals Kameramann gemacht, der hatte da sozusagen für gesorgt, dass wir mit zwei Filmen ganz gut in Szene gesetzt wurden. Wenn auch Sie Interesse haben an der Film- oder Videoarbeit, dann sind Sie bei uns herzlich willkommen. Sie müssten allerdings ein Senior oder eine Seniorin sein. So, und nun möchte ich aber von dir wissen, wann machst du deinen ersten Film? Peter, der ist schon fast fertig. Ich sag's dir, wir haben schon länger darüber geredet. Ja, aber ihr habt mir ja eine zusätzliche Aufgabe gestellt. Die Aufgabe nämlich, dass ich den Film nicht nur fertig schneide, sondern auch mit Ton unterlege. Das heißt, jetzt muss ich mal wieder ran und meine Sprache sozusagen an diese kleinen Szenen, die da zu sehen sind, anpassen, und das fordert mich. Aber wir leben kommt. Ja, wollte ich gerade sagen, wir leben ja in einer Tonfilm-Ära. Ja, genau. Das heißt, heute geht nichts mehr als Stummfilm. Gut, also wir sind in froher Erwartung. Ich danke dir. Mhm. Mehr wollte ich im Augenblick gar nicht wissen. Na, wir wollen okay. Ja die Menschen nicht langweilen, die da an irgendeinem Gerät sitzen. Am wenigsten am Fernseher. Die meisten, weiß ich, anderen Arten. Hier zum Beispiel. Apropos, was hier steht, meine Empfehlung ist, dass der Harald hier raus jetzt einen Ausschnitt blendet. Ich möchte mich gerne an den Herrn Walle Thiele wenden, weil er ja in unserer Runde hier jetzt die Schüler vertritt. Was macht ihr eigentlich mit den Smartphones in der Schule? Kannst du uns mal darüber aufklären? Wie sieht das bei euch aus? Lenkt das Smartphone wirklich so im Unterricht ab? Vergesst ihr vor lauter Smartphone-Nutzung das Miteinander in der Schule? Was macht ihr da? Innerhalb des Unterrichts beobachten wir, dass es recht wenig verwendet wird momentan. Das liegt vor allem, denke ich, an der Mentalität vieler Lehrerinnen und Lehrer. Wenn es dann aber verwendet wird, viel für Recherchezwecke, und genau, ich persönlich erlebe es nicht so, dass das so einen großen Faktor darstellt, der enorm ablenkt. Mhm. Aber ihr habt keinen Medienunterricht, wo das Smartphone sozusagen wirklich inhaltlich verwandt wird? Nein, wir haben jetzt keinen Unterricht mit dem Titel Medienunterricht. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Smartphone mehr im Unterricht auch genutzt wird. Es ist klar, es ist ein neues Medium. Es ist wie jedes andere Medium, besitzt es große Vorteile und auch Gefahren. Und ich denke, es ist wichtig, sowas nicht pauschal zu verbieten, sondern sich kritisch damit auseinanderzusetzen, die Chancen und auch die Gefahren abzuwägen und im Unterricht zu thematisieren. Denn ansonsten verlagert man das Problem nach außerhalb der Schule, und ich denke nicht, dass das weiterführt. Gerade weil Brigitte, jetzt ein Break. Du standest vor der Kamera und hast moderiert. Aber wie war es denn für dich, am Regiepult zu sitzen und eine Aufgabe zu erfüllen?
Ja, das ist natürlich wesentlich schwieriger gewesen, weil wir haben natürlich nicht so eine lange Einarbeitungszeit an dem Tricaster, wie das Ding hieß, an dem der Bildschnitt dort gemacht wird. Und wir hatten beim ersten Mal, ich habe das zweimal gemacht, immer zusammen mit der Kollegin Margot, haben wir das gemacht. Wir hatten keinen, der Ton machte. Da haben wir praktisch von außen jemanden zubekommen. Aber jetzt selber am Bildschnitt zu sitzen und darauf zu achten, dass man immer die Sprecher und Sprecherinnen wechselt, mit den richtigen Banderolen versieht, weil das muss man ja machen, dass da drunten dann auch der richtige Name steht, das war schon sehr fordernd. Also, und hat mir das Fernsehen nochmal auf eine ganz andere Weise nahegebracht, weil ich gucke ja gerne Fernsehen, ne, und sehe das jetzt mit ganz anderen Augen, wie viel da eigentlich an, ja, Technik und auch Gewöhnung hintersteht. Also wie kündigt sich das an, wenn Menschen sprechen? Wie ist eigentlich auch die Verbindung, die man aufnimmt mit den Leuten, die die Regie machen? Schiefgegangen sind zum Beispiel in solchen Geschichten auch manchmal, dass die Uhr nicht funktionierte und dann muss man etwas blind fahren, um auf die Stunden, also nach der Stunde Stopp zu sagen. Also das waren alles Aufregungen, die da drin waren. Ich möchte dem Publikum, dem Verehrten, noch zusätzlich sagen, dass wir natürlich alles gemacht haben. Wir standen hinter der Kamera, wir haben moderiert, wir haben die Einspieler vorher produziert, die dann am Regiepult abgefahren wurden. Ja. Und Olaf, Heidi und ich haben an den drei Kameras gestanden. Also es war Full House. Wir hatten zu tun. Und für jemanden, der das nicht jeden Tag macht, so viel kann ich nur sagen, ist das keine einfache Sache. Insofern waren die kleinen Fehler, die passiert sind, wirklich zu entschuldigen. Sag mal, ist dir in den vergangenen Jahren eine Person hängen geblieben, sagt man so, die dir mehr bedeutet hat, wo man nicht so vorbeigeht? Wir haben ja doch einige Persönlichkeiten kennengelernt und auch vor der Kamera gehabt, auch bei den verschiedenen Magazinen, also so wie wir zum Beispiel auf TV Schur gestoßen sind oder Olaf auf Uli Zelle oder Peter Sodan spielte eine Rolle. Hast du jetzt jemanden gerade offen? Also wen ich wirklich klasse fand als Magazinbeitrag war natürlich wirklich Peter Sodan, der einfach sowas von geübt vor der Kamera steht und zu erzählen weiß und dabei irgendwie seine ganze Geschichte auch vorzutragen weiß. Und was ich an ihm besonders toll finde, ist, er sammelt Bücher. Und das ist natürlich etwas, was für bei mir auch eine sehr große Rolle spielt. Ich habe auch leider zu viel, aber ich will sie jetzt nicht unbedingt bei Peter abladen, aber ich suche wirklich einen Ort, wo ich diese Bücher hingeben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist. Ja. Ja. Ich danke dir. Ich hoffe, wir waren jetzt erschöpfend. Wir wollen ja das Publikum nicht erschöpfen. Genau. Dann geht's weiter im Text. Herzlich willkommen bei Mittenmang. Und wie es unser Name verrät, wir sind mittendrin im Leben. Und das sollte immer erlebnisreich und auf keinen Fall langweilig sein. Und deshalb haben wir für euch heute 5 interessante Beiträge vorbereitet. Eva, dein Name ist hier schon gefallen. Du bist auch eine unserer Jüngeren, nicht nur an Lebensjahren, sondern auch als Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft. Wie hast du zu uns gefunden? Eigentlich genauso wie Axel. Wir kennen beide die Heidi und dadurch ist mein Interesse gekommen, einfach mal in so eine Sache hineinzuschnuppern. Und ich bin jetzt zwar nicht der Mensch, der jetzt mit der Technik so begeistert wird, aber mir gefällt das Arbeiten vor der Kamera. Und was mich besonders hier in unserer Gruppe hält, ist dieses wunderbare Miteinander. Das heißt, wir können hier untereinander über alles, nicht nur über Filme reden und über Technik, sondern alles, was uns
Menschen im Alter, ich sag's mal, beeinflusst. Und wo es schön, ja, und wo es schön ist, wenn man sich mal mit jemandem dazu ganz vernünftig auch austauschen kann oder sogar einen Rat bekommt. Und woher hast du den Mut genommen, dich vor die Kamera zu stellen? Auch wieder berufsbedingt, ähnlich wie bei Axel. Erstens, wie gesagt, ich war schon immer sehr viel mit Menschen zusammen. Ich saß mal in der Gastronomie, in einem Haus in Berlin, das dort stand, wo jetzt das Humboldt-Forum ist. Und später war ich auch über 25 Jahre noch als Berufsschullehrer tätig. Und da ist es ganz wichtig, dass man den Umgang mit Menschen unterschiedlichster Nationen, Religionen und so weiter gut kann. Aber es nicht als Muss sieht, sondern als persönliches Engagement. Ich finde das ganz toll, weil es ist doch ein Unterschied, ob ich vor einer Klasse rede, moderiere, Show mache, was auch immer, oder ja, vor dem dunklen Hintergrund, wo die Kameraobjektive einen anstarren. Mhm. Ich finde das irgendwie schwierig, so ins Leere zu reden. Aber das sind oft diese Sachen, die man, wenn man einen Film anschaut, gar nicht weiß. Aber ich selbst habe es ja auch nicht gewusst. Ich habe das hier in unserer Gruppe erst kennengelernt. Wie viele Menschen sind eigentlich um dich rum, wenn es darum geht, ein Zweiergespräch aufzunehmen? Da geht es nicht nur um eine Kamera, da geht es um mehr, da geht es um Ton, da geht es um Beleuchtung, ja, und so weiter. Das heißt, man muss schon mit Menschen gut umgehen können, ja, auch wenn es oft dann im Film gar nicht so aussieht, dass man doch im Grunde genommen, naja, könnte man sagen, mit einer Volleyballmannschaft zu tun hat, die hinter der Kamera und hinter der Technik steht. Also ich muss sagen, hat mich beeindruckt, dass du von Anfang an gerne bereit warst, Sendungen, die du ja gar nicht selber gemacht hast, anzusagen oder wir sagen eine Moderation abzuliefern. Fridays for Future. Unter diesem Motto gingen Junge und Alte gemeinsam demonstrieren, auch in den Ferien. Unser Team war in Oranienburg dabei. Und daraus ergibt sich aber die Frage, würdest du vielleicht den Schritt weitergehen wollen und auch ein eigenes Thema mal realisieren? Du musst ja nicht selbst drehen, du musst ja die Technik nicht beherrschen. Du musst nur Ideen haben und wenn man so will, wie ein Regisseur oder Redakteur arbeiten. Also das, wie gesagt, reizt mich schon, aber ich merke immer auch noch an mir selbst, wie viel mir noch fehlt an vielen Sachen. Allein wenn es darum geht, ja, jede Sache braucht doch irgendwie ein Drehbuch. Und da muss ich natürlich sagen, habe ich schon mal ein Problem. Drehbuch, wie geht denn das, ne? Nur so aus der Fantasie heraus, nicht? Zu sagen, ich schreibe da 6 Punkte auf und da gehen wir mal an die Gestaltung, sondern es gehört mehr dazu. Aber so einfach fängt es an mit so einem Sujet, mit einer Idee. Wenn die nichts taucht, brauchst du ein Drehbuch gar nicht anzugehen. Mhm. Das Drehbuch ist ja im Grunde genommen schon das Endprodukt der Gedanken, nachdem man nachher praktisch arbeitet. Wir in unseren Magazinen, anders als jetzt in der Live-Sendung, über die wir sprechen, müssen zuallererst eine Idee haben und das Gefühl haben, es könnte auch andere interessieren. Und ich denke, wenn ich höre von deiner Vergangenheit, von deinen intellektuellen Fähigkeiten, müsste der Wunsch schon ganz stark da sein, selbst mal einen Film zu realisieren. Man muss ja bei uns in der Gruppe nur rufen, ich möchte das und das machen, kann jemand mit mir drehen? Schon heben irgendwelche ihre Hände und man hat ein Team zusammen.
Und das ist das Großartige, dieses Engagement. Eine Frage habe ich an Eva, weil sie sich immer so gut um unser leibliches Wohl kümmert. Woher kommt denn das? Es ist so, dass, man sagt es ja oft, da gibt es ein Sprichwort, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und ich weiß es als menschliche Erfahrung, aber auch aus meiner beruflichen Erfahrung, wie wichtig das Essen und Trinken für einen Menschen ist, diese Versorgung, dieses umeinander kümmern, wenn es darum geht, eine Veranstaltung durchzuführen. Egal, ob es um die Produktion eines Filmes geht oder um einen Kongress oder um ein Ländertreffen und so weiter. Essen und Trinken im Hintergrund ist ganz wichtig für die Menschen, die dann vor der Kamera aktiv werden. Also ich bedanke mich dafür, dass Sie sich auch um unsere kleine Gruppe kümmert. Herzlich willkommen bei Mittenmang. Ihr seid hier wieder Mittenmang im Leben und ich begrüße euch herzlich zu unserer dritten Live-Sendung. Sie hat ein tolles Motto. Verbieten ist verboten. Es geht um den Schulstreik gegen den Klimawandel. Dürfen denn Schüler dem Unterricht deswegen fernbleiben? Moderation dieser Sendung übernehmen der Axel Gebauer und ich, die Eva Höving. Die Bundesregierung hat ja nun ein Klimapaket eingeschätzt. Der erste Interviewpartner hat ja dazu sich geäußert. Jetzt wäre natürlich die Frage, sind die Klimastreiks überflüssig geworden? Wir setzen unsere kleine Sendung fort und wie ich den Harald kenne, hatte er dazwischen schon ein Stückchen wieder aus unseren Live-Sendungen eingeblendet. Und zwar den Axel. Der ist jetzt unser nächster Gast und auch ihn muss ich fragen, woher hast du den Mut genommen, dich da vorne hinzustellen und zu moderieren? Vielleicht liegt es so ein bisschen an meinem Beruf als Lehrer, den ich ausgeübt habe. In diesem Zusammenhang hatte ich auch schon das Öfteren, damals in den Jahren, das Vergnügen, in einer Aula-Veranstaltung zu leiten, auch mit Eltern. Und der Kontakt macht einfach Freude, zumal bei den Live-Shows ja nicht so viele waren wie dann im Unterricht oder in der Aula. Lampenfieber ist natürlich trotzdem dabei, damit man dann voll konzentriert auch arbeiten kann. Also ein bisschen Show musst du als Lehrer auch immer machen, oder? Das muss man, ja. Wenn man mal so ein paar historische Geschichten erzählt, sollte man sie immer so vortragen, dass sie dann auch halbwegs ankommen. Oder man muss auch mal schauspielern, wenn man einen Schüler zusammenstauchen muss. Also der Clou in dieser Geschichte ist ja, du bist zweimal vorgekommen. Hatten wir bei Brigitte vorhin schon als Moderatorin und hinter dem Regiepult. Und du bist aber auch zweimal da gewesen. Also wir werden das mal gleich einblenden, in welch merkwürdiger Form du anwesend warst. Das kannst du jetzt mal kommentieren. Gäste eingeladen. Und zwar haben wir auf dieser Seite Michelle Petroll. Sie ist Hundesportlerin und Hundezüchterin. Genau. Isolde Walter, die keinen Hund hat, aber dafür ein Fahrrad. Dann haben wir Manfred Naumann eingeladen. Er ist Hundehalter. Und genauso auch Axel Gebauer, der ebenfalls Hundehalter ist. Wie aktuell dieses Thema Leinenpflicht für Hunde ist? Ja, beim ersten Mal war ich in der Sendung Verbieten, Verboten, Leinenzwang für Hunde als Hundebesitzer und habe mich zu dem Leinenzwang äußern dürfen in dieser Sendung. Beim zweiten Mal war ich Moderator. Da ging es ja um die Frage, dürfen Schüler freitags zur Rettung des Klimas streiken? War eine sehr illustre Runde, zusammengesetzt aus Schülern, Eltern und Lehrern. Also das war die zweite Show, Talkshow. Zwischen dem Auftreten mit dem Hund und der Moderation möchte ich von dir wissen, warst du schon ordentliches Mitglied bei uns? Ich sage mal, als ich als Gast
in der Sendung Leinzwang für Hunde war, war sozusagen mein Startpunkt, nicht nur als Gast in der Sendung zu sitzen, sondern richtig bei Mettenmann für immer mitzumachen. Und bin dann auch dabei geblieben. Und auch dich muss ich fragen, woher kam der Impuls, die Information über unsere Existenz und wie hast du zu uns gefunden? Ach, das war ganz interessant. Zufälle, die es im Leben so gibt. Die liebe Margot hat in Wendenschloss fleißig an der Dame Hundebesitzer gefilmt für die Vorbereitung dieser Sendung und hat mich einfach angesprochen, ob ich auch bereit wäre, etwas zu sagen. Sie hat auch unseren Hund abgefilmt, den Locke, und hat mich dann einfach eingeladen zu einer Redaktionssitzung. Mir hat das alles zugesagt, da habe ich auch Eva noch kennengelernt, die ist zur gleichen Zeit dazu gestoßen. Und da mir das Spaß gemacht hat, von Anfang an bin ich dann eben halt auch dabei geblieben. Zum wiederholten Mal hören wir, dass es Spaß macht bei uns. Also, ich kann immer wieder nur sagen, wir sind erst ein schwaches Dutzend. Wir können durchaus noch interessierte und engagierte Mitglieder gebrauchen. Gut, du sagst, dass du uns nett gefunden hast. Jetzt bist du doch schon einige Zeit da. Haben sich deine Erwartungen erfüllt? Meine Erwartungen haben sich eigentlich voll erfüllt. Es ist sehr interessant, in dieses Medium einzutreten, vor allen Dingen mit dieser duften Truppe von Mittenmang. Und jetzt bin ich auch das erste Mal dabei, mit Jürgen und Olaf einen völlig eigenständigen Film vorzubereiten über das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau, sodass ich also nach dieser Anlaufzeit, die ich hatte und der Kennenlernphase, jetzt tatsächlich das erste Mal so weit bin, dass ich mich auch in dieser Frage entfalten kann. Und die Offenheit und die Toleranz im Team ist auch echt toll, sodass man sich also auch mit seinen eigenen Interessen und Themen entfalten kann. Und das ist ein historisches Thema, wie scheint. Du glänzt ja auch immer mit dem Wissen auf diesem Gebiet. Bist du als Lehrer Geschichtslehrer gewesen oder was war deine Profession? Ja, ich war Geschichtslehrer, Lehrer für Geografie, Politik, Wissenschaft und Philosophie. Ist also relativ breit angelegt und die brandenburg-preußische Geschichte hat es mir im Unterricht doch stark angetan, weil man wegkommen muss eigentlich von dieser einseitigen Beurteilung. Man kann also aus diesem Abschnitt unserer Geschichte durchaus auch eine ganze Menge lernen für die Gegenwart und Zukunft. Ich verrate mal, dass ich ganz heimlich auch an einem Dokumentarfilm arbeite, der etwas mit der preußischen Geschichte zu tun hat. Ich bedanke mich, dass du extra gekommen bist. Was heißt hier extra, nicht? Wenn wir gerufen werden, sind wir da. Und ich danke allen Gästen, die heute hier waren. Brigitte, Axel und Eva. Und zu guter Letzt nochmal, in unserem Abspann wird es auch wieder stehen, wenn Sie Lust bekommen, mitzumachen, im Abspann steht, wie Sie uns erreichen können. Bis zum nächsten Mal. Danke.